Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge 112. Oh mein Gott, der Notruf wurde gewählt. Zur 112. Folge des Risen 1 Let's Plays, wo wir ja alle Teile der Titanrüstung finden müssen wollen, also nicht heute, jetzt in den nächsten Folgen, um den Titan aufzuhalten, bei dem sich Mendoza hingeschlichen hat, beziehungsweise uns hintergangen hat. Die hier in der Vulkanfestung Ignatius hat, es ist auch auf unserer Seite. Ich habe mir aufgeschrieben, dass wir hier jetzt mit Carlos reden wollen, mit dem Anführer, und dass wir einmal Siegel lernen wollen. Das geht vermutlich bei denen hier drinnen. Wir reden einmal mit allen und haben jetzt den Vorteil zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass theoretisch alle auf unserer Seite sind. Wir wissen nur nicht, wie der Don reagiert, was da passieren wird. Aber, das werden wir noch rauskriegen. Was passiert hier? Ich habe eine Rune. Das alte Wissen verlangt einen klaren Geist, der mit Weisheit gefüllt ist. Ja, genau. Wenn du weise bist, gehst du damit zu Meister Iluma. Ja, das war der Plan. Wer ist das? Wir wissen noch nicht, wer Carlos ist. Egal, wir reden zwar mit ihm. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Gut, hier sind die Spruchrollen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Schade. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen. Wie du willst. Hier, nimm deine Rune. Du wirst sie brauchen. Ich hatte gehofft, dass er mir Siegel beibringen kann. Aber ich brauche Spruchrollen. Anscheinend nicht. Egal, wir haben aber jetzt zumindest, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir die Dinger bekommen, um die magischen Barrieren zu zerstören, ne? Haben wir die 5 Stück. Ach, das ist der Unterschied zwischen magisches Kraftfeld und magische Barriere. Na gut, wir haben die 5 Stück und wir haben unsere Rune wieder. Vielleicht finden wir noch jemanden, der ein Siegel beibringen kann. Jetzt reden wir erstmal mit allen, die sonst hier noch so sind. Vielleicht hat ja noch einer Bock da drauf. Glaub zwar nicht. Ich brauche Tränke. Ja, wie teuer sind die? Jetzt nicht die dümmste Idee, uns hier mit Tränken einzudecken. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie teuer ist das? Wenn ich jetzt alle Tränke kaufe, wären es 3.800 Gold. Wie viele Tränke habe ich noch? So gut wie gar. Kaufen wir alle? Ich würde sagen, bevor ich das nächste Mal nach da unten gehe, ja, jetzt mal noch nicht. Oder wir kaufen erstmal so einen gewissen Vorrat wieder. Was hat er denn davon? 10 Stück von allen. 998 kaufen wir. Kommt, das ist eine gute Idee. Ich brauche Tränke. Hier von 9. Hier von 9. Und davon 8. Zack. So, 1000 Gold für Heilung. Muss reichen. So, jetzt suchen wir. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass wir mit Carlos reden wollen. Das ist, glaube ich, hier der Anführer. Und mit dem Don. Jetzt suchen wir erstmal Carlos. Mit Don und Eldrich. Ich weiß nicht, wo Carlos genau ist. Aber Carlos müsste der Anführer hiervon sein? Sprich mich Carlos so, ja. Ich muss mit Carlos reden, um mit ihm von den Vorkommnissen im Vulkantempel zu erzählen. Ja, der wird hier irgendwo sein, ich weiß nicht wo. Hoffentlich lebt er überhaupt noch. Nicht, dass er irgendwann aus Versehen gestorben ist. Will ich da rein? Ist das hier wieder offen jetzt?
Mhm. Das ist definitiv noch ein geheimer Eingang, den ich da gesehen habe gerade. Den man mal aufmachen könnte. Hier waren wir überall. Hier gibt es auch keinen Ausgang, glaube ich. Wollen wir den geheimen Eingang da mal noch aufmachen? Ich würde sagen, ja. Okay, wie man hier wieder rauskommt, weiß ich nicht. Wir machen jetzt das Ding da auf. Und zwar brauche ich dazu einen Zauber. Jetzt muss ich noch kurz schauen, wie der hieß. Levitieren war es nicht, oder? Nein. Telekinese. Telekinese war es. Und das Ding war wo? Hier war das, ne? Genau, Telekinese. Magie wirkt hier nicht. Ach. Magie wirkt hier nicht. Ach, du findest dich in einer Anti-Magie-Zone. Aha. Siehst du zumindest, was diese Kristalle bedeuten? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Alles klar. Wusste ich auch noch nicht, habe ich ja auch mal rausgefunden. Anti-Magie-Kristalle sorgen dafür, dass man keine Magie wirken kann. Erscheint mir logischer, als es sein sollte. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ja, ja. Ich bin auf der Suche nach Carlos. Mach dir mal keine Sorgen. Die hier sind auch alle weg. Mutia Macarlos steht am Eingang. Es stellt sich dann gleich noch die Frage, welche Reihenfolge wir das jetzt gleich erkunden wollen. Wollen wir zuerst zu Eltrich gehen oder wollen wir zuerst zum Don gehen? Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu Eltrich. Auch wenn es ihn sehr wahrscheinlich nicht interessiert, wir überhaupt keine Aufgabe haben, zu ihm zu gehen, aber... Wir können ja einmal mit ihm reden. Einmal, weil wir nett sind. Gut, steht Carlos da vorne? Oder ist Carlos tot? William? Bronco? Geh lieber trainieren. Ja, ja. Später vielleicht. Tucker. Ist da jemand? Ja. Der hat auch nichts Interessantes für mich, oder? Oh doch, ein... Dieses Zepter ist wahrlich ein Titan würdig. Ein Titan-Zepter ist leider ein Stab. Wir brauchen keinen Stab. Schade. Wir suchen ja eine Axt und keinen Stab. Ich dachte gerade, das ist eine Hiebwaffe. Stab ist ja nochmal das hier. Wir suchen ja eine Axt, aber wir haben keine Axt. Lass uns handeln. Ja, ach schade. Habe ich einmal gehofft, dass ich eine gute Waffe finde? Nee, habe ich mich doch wieder getäuscht. Aber zumindest habe ich es noch festgestellt, bevor ich es gekauft habe. Wo ist Carlos? Kann ja nicht sein, dass ich Carlos nicht finde. Der war doch hier in der Vulkanfestung. Und der jetzt hier tot rumliegt, mache ich ein dummes Gesicht. Hier steht er nicht. Du, Carlos? Nee. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt wird alles noch viel schlimmer. Was ist? Steht irgendwo da, wo Carlos ist? Es ist gerade... Ach so, sprich mit... Oh mein Gott, den kann ich ja lange suchen. Mhm. Ah ja, alles klar. Okay, also wir sollen jetzt... Also, mit Esteban reden, mit Carlos und alle Teile der Vulkanfestung finden. Und eigentlich möchte ich noch einmal mit Eltrich reden. Gut, hier drinnen gibt es nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Und ich würde auch vorschlagen, wir beginnen mit Eltrich. Ja, machen wir. Wir beginnen mit Eltrich. Und theoretisch gesehen könnte man auch gleich hier oben reingehen und würde als Reihenfolge... Das machen, das und dann hier oben diese Ecke. Das ist ja dann quasi alles ein Abwasch. Weil ich da oben gar nicht weiß, wo die ganzen Eingänge genau sind. Machen wir es so? Ja, warum nicht? In irgendeiner Reihenfolge müssen wir es machen. Wir haben immer noch niemanden gefunden, der uns Siegel beibringen kann. Das war aber irgendwie auch zu erwarten. Ich habe echt nicht mitgerechnet. Oh Mann. Aber ich glaube, dieser Punkt ist vom Spiel auch so gewollt.
bis wir kein Magier sind und damit auch leben müssen. Ich glaube, diese Entscheidung habe ich getroffen und das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt der schnellste Weg zu Eldritch. Eigentlich wäre der schnellste Weg irgendwas mit Teleportieren. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, nee, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das da unten, das Priester, das Grab ist, das weiß ich, das brauche ich Ihnen nicht fragen. Da war ich gerade überlegen, ob ich da direkt reingehe. Also, die erste magische Barriere müsste theoretisch dort unten sein. Die ich suche. Jetzt muss ich fragen, ob unten eine Falle ist. Ich habe einmal gespeichert. Aber... zum Thema. Dann war sie doch nicht hier, dann war sie woanders. Ja, auf einmal reinrenne und sterbe. So dumm. Warum? Ich hätte mich da wenigstens mal vorher umgucken können. Ist das überhaupt die richtige Ecke? Es gibt ja noch eine zweite Stelle, wo ich hätte hinlaufen können. Ist es eh die falsche Ecke. Ich will nur mal ganz kurz ein was gucken. Habe ich den Telekinese-Zauber noch? Kann damit die Barriere deaktivieren? Ich bin ja mittlerweile wissenstechnisch ein wenig weiter und könnte gucken, ob ich das hier deaktiviert bekomme. Ja. Jetzt muss die Frage, ob sich das lohnt. Ach komm, wir machen es einmal. Telekinese hier, die 6. Muss die Pfeile auch deaktivieren? Natürlich nicht. Warum sollte sich auch die Pfeile deaktivieren? Das wird ja bedeuten, dass es einen Sinn ergibt, was ich da gemacht habe. Eieiei. So, einmal gucke ich noch, ob ich vielleicht irgendwas übersehe. Ich habe ja manchmal noch so Dinger zum Ziehen irgendwo. Aber da macht sich nichts hier unten bemerkbar. Doch da ist was zum Ziehen. Das war's. Alles klar. Gut. Dann habe ich zumindest mal das hier rausgefunden. Telekinese, so die 7. So, dann haben wir mal das Ding hier erkundet. Wunderschön. Oh, ja. Irgendwann schaffe ich es auch noch. Sie zu töten. Hat geklappt. So, was haben wir hier Tolles? Außer eine Kiste. Ja, naja. Egal. Oh, da liegt noch ein Ring daneben. Habe ich jetzt zufällig die Falle wieder aktiviert? Nein. Manchmal zieht man dann so an irgendwelche Sachen und denkt sich so, was habe ich jetzt damit bewirkt? Aber zumindest, wir haben das hier mal hingekriegt, dass ich das mir hier angeguckt habe. Und jetzt zeige ich euch kurz, wo die andere magische Barriere ist. Damit ihr zumindest mal wisst, wo sie ist. Und zwar... ist sie dort hinten? Ich dachte, wie gesagt, es wäre erst die, aber ist nicht, es ist hier hinten. Da sind auch die Echsenmenschen davor, genau, da wollen wir dann später rein. Es ist, natürlich ist die Frage, was ist der Beweggrund der Echsenmenschen, dass die immer auf der Seite des Titanen sind? Also, ich hätte gedacht, dass sie ein rationales Handeln haben, warum sie etwas machen, aber das haben wir bis jetzt tatsächlich auch noch gar nicht rausgekriegt. Das ist nicht logisch. So, auf geht's. Ich würde sagen, wir beginnen mit Eldritch. Mit Eldritch nach hier hinten. Genau. Danach gehen wir hier rein und zu Carlos.
Und danach machen wir die Ecken hier oben. Da reden wir zuerst mit ihm. Und hier oben weiß ich gar nicht, wo diese Barriere genau ist. Bei der hier bin ich mir unsicher. Bei der weiß ich, wo sie ist. Bei der auch, glaube ich. Bin nicht ganz sicher, ob ich die rausfinde. Also bei zwei Barrieren bin ich mir nicht so ganz sicher, wo sie sind. Bei den Rest weiß ich, wo sie sind. Und da ist bloß die Frage, ob wir da hinten dahinter durchkommen und reinkommen und keine Probleme haben. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt ist die Frage, reden wir zuerst mit Don oder zuerst mit Carlos? Eine sehr interessante Frage. Hier hinten durch die Höhle müssen wir. Ida, jetzt wäre ich fast zur Hafenstadt gerannt. Und Eltrich kann jetzt auch, dass ich da hinrenne, der zu mir sagt, ja, es ist ihm eigentlich egal und dann drehen wir wieder um und dann hat sie's. Aber ich möchte nochmal erwähnen, ich hatte ja irgendwie ein schnelles Ende erwartet. Da hinten in der Vulkanfestung. Und es zieht sich jetzt doch länger hin, als ich dachte. Und es ist zwar ein bisschen schade, dass wir jetzt nochmal auf der gleichen Welt unterwegs sind und keinen neuen Weltabschnitt erkunden, aber ganz ehrlich, lassen wir die Kirche im Dorf. Kann ich hier Essen kochen? Kann ich. Lassen wir die Kirche im Dorf und nehmen das einfach so hin, weil es gibt echt Schlimmeres, was das hätte passieren können, als dass wir jetzt richtig lecker aus nochmal die halbe Welt bereisen müssen, da wir ja immer noch eine Karte bekommen haben und zumindest auch wissen, wo wir hin müssen. Der zweite Punkt ist der wichtigere. Also nicht, dass wir die ganze Welt nochmal bereisen müssen, ist vielleicht nicht so geil, aber dass wir genau wissen, wo wir hin müssen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das hier noch nicht abgeerntet, falls ich mal, ich das mal nebenbei erwähnen darf. Mehr ist nicht zu holen. Aber ich glaube, dieses Spielprinzip mit den Karten gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, dass man zuerst keine Karte hat und dann die Welt so am Erkunden ist. Dabei auch Sachen findet, die noch nicht aufgehen. Und dass man dann beim zweiten Mal, wenn man dann nochmal irgendwo hin soll, dass man dann zumindest eine Karte hat und auch genau weiß, ja, hier kriege ich das, da kriege ich jenes. Und eigentlich dann quasi nur noch da, wo man schon mal war, dann weiß, alles klar, da renne ich jetzt einfach nochmal hin, hole mir fix das, was ich haben möchte und das war's. Das Prinzip gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es ist zwar frustrierend beim Ersterkunden der Karte, weil man nicht alles sofort looten kann, aber so hat man den Vorteil, dass man beim zweiten Mal, wenn man dann zweiten Mal erkundet oder das dritte Mal jetzt, dass man tatsächlich dann noch irgendwann einfach alles mitgenommen hat und nicht mehr vor diesem Punkt steht und sich denkt so, ja, hier gibt's nichts zu holen. Oh, ich hab da eigentlich keinen Bock schon wieder. Der andere Punkt wäre, man läuft in einen neuen Kartenabschnitt. Nichts zu holen. Und stellt dann eigentlich nur fest, ja. Oh, das habe ich noch nicht aufgemacht. Rechts, links, rechts. Ach, und nochmal. Rechts, links, rechts, rechts. Nochmal von vorn. Rechts, links, rechts, rechts, rechts. Links. Und nochmal von vorne. Alter. Rechts, links, links. Der Dietrich ist hin. Rechts, links, rechts, 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 links. Links, rechts. Nochmal von vorne. Falsch. Okay, also jetzt habe ich es. So. Geht doch. Und da findet man auch nochmal Kisten, die man noch nicht aufgemacht hatte. Levitation. Wertkampfring brauche ich nicht. Na ja, gut. Ich habe noch einen anderen Ring gefunden, habe ich auch noch nicht geguckt, was das für einer war. Nichts. Das war so ein bisschen schade, wenn man Loot findet, den man nicht vergleichen kann sinnvoll, weil man schon irgendwas anhat. Also ich weiß halt nicht. Ich hatte einen Ring gefunden. Ja, okay. Aber was war das für einer? Und das wird auch nicht ersichtlich auf die Schnelle. Was finde ich immer schade. Also es wäre halt da mal cool, wenn der Ring entweder einen Namen hätte oder anstatt, dass das einfach irgendwo in der Weltkarte rumliegt, dass beim Looten das Ding so ein Fenster aufgeht, wo man das Item direkt vergleichen kann, dass man sehen kann, was man lootet. Aber naja, so ist es in Risen. Ich hoffe, dass das wäre so ein Update, was in Risen 2 von meiner Seite aus positiv begrüßt werden würde, wenn man beim Looten sehen würde, was man lootet. Und das nicht so komisch wie hier abläuft. Aber ja. Hoffen, 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 ne? Wer weiß, was da passiert. So, wir gehen einmal die nächste Folge.
Dann reden wir mit Eltrich, gehen nach da hinten. Wie gesagt, ich habe gesagt, in welche Reihenfolge ich das jetzt mache. Ich werde auch noch mit Carlos reden. Das heißt, wir gehen zuerst Eltrich, die Höhle da oben, dann das Priestergrab, dann Carlos und dann zum Don. Wir müssen so oder so zu allen, von daher ist es relativ wumpe, hoffentlich, welche Reihenfolge. Und falls die Reihenfolge doch nicht wumpe ist, dann haben wir sie einfach so getroffen. Also, damit die Notfallfolge 112 haben wir aufgenommen. und wählt nicht den Notruf. Also, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß. Dann sagen wir uns zum Schluss. Tschüss.